Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Der Titel wird sich nie ändern, ja, ich weiß. Aber wir werden es variieren. Ich werde mal zwischendurch einfach Isaac mit dir zusammen sagen oder The oder Binding oder. Das ist die Idee, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Da wir gerade beim Thema Abwechslung waren, ich nehme Isaac. Ja, damit mal nicht immer Aiden gespielt wird, sondern auch mal Isaac. Ganz genau. Oh, Spider-Baby. Ja, an den X-Steinen komme ich mehr oder weniger nicht dran. Ich bin mal gespannt, ob ich mal das einhalten kann, was du in der letzten Folge geschafft hast. Und zwar das Baby zu behalten. Dann genau, geh am besten mal in diesen Raum erstmal raus. Ich bleibe einfach im gesamten Run draußen, dann behalte ich das Baby. Das stimmt. Ist genial. Das könnte sogar funktionieren. Stark. Ja. Sehr gut. Man sieht's. Du übst. Und lass mich vom Champion treffen. Ja, das gesehen, dann, oder? Boah, dann will er so, du kannst jetzt nicht so profimäßig rüberkommen. Genau, sonst verrate ich mich noch. Ah. Oh Leute, jetzt sterbt doch mal hier. Ja, halbes Herz. Halbes Herz. In der Zeit kann ich ein bisschen meinen Cappuccino genießen. Ah, ja. Cappuccino, sehr schön. Die Aussicht genießen. Durch die Vorhänge, die zu sind. Ja, aber sie hängen zumindest wieder freudig. Gibt hier immer noch was? Eine Spinne. Oh. So, mitnehmen bitte. Alter. Müssen wir kurz mithelfen, hier mal noch ein halbes Herz organisieren. Warte, mach ich. Komm nicht ran. Nee. Immer Geld. Was soll ich denn mit Geld? Komm doch ran. Der Sound hat bloß gefehlt, hä? Ja. Gibt kein Herz für mich. Nur Geld. Wirklich kein Herz. Dafür jetzt hier. Das okay. Hätte jetzt der Stachelraum sein müssen, da liegt doch bestimmt eins drin, oder? Ja. Mulligan, geil. Das ist doch, wenn ich schieße, dass die ja, kommen, ja. Oder? Das finde ich cool. Wenn du triffst. Das finde ich cool, das nehme ich mit. Da, die erste blaue Fliege, schaut sie euch an und sie ist tot. Fake Guppy. Naja, nee, eigentlich nur ein nicht so effizienter Guppy, oder? Ja, Fake Guppy halt. Ja. Ja, stimmt. Ah, schon wieder dieser Raum. Das war top. Ja, ich habe in unseren Shotspeed vertraut. Wurde nicht enttäuscht. Komm, Fake Guppy. Funktionier. Sieht jetzt eigentlich aus, gilt das auch, wenn du triffst? Ja. Ja? Anisha, sehr gut. Deswegen merke dir, spiele immer Koop. Damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit. Von allem! Auch, dass du HP abgezogen bekommst. Ja, das eigentlich am meisten, oder? Oh, fuck. War nicht so cool. Ne, ich kam aber so schnell auch nicht mehr da runter. Eine schöne Fliege, da kommt noch eine. Ich werde gleich mal, werde ich doch nicht, wollte gerade sagen, mein Handy zücken und gucken, was die Wahrscheinlichkeit ist. Ob es irgendwie vielleicht sogar jeder dritte Schuss oder sowas ist, aber ich habe mein Handy nicht hier. Ja, ist natürlich schade. Konzentration, alles für die Konzentration. Das ist Handy nicht da, damit du dich endlich mal konzentrieren kannst, nicht immer genau. Abgelenkt wirst durch die 20 Millionen Nachrichten, die dir deine Fans schreiben. Ja, unter anderem. Stalker, Fans, Hater. Hater? Alle. Wir haben Hater? Ich dachte, uns lieben alle. Ja. 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 Na, magst du blaues Herz spielen? Ne, ich habe bis jetzt noch nichts verloren. Deswegen? Ziemlich gut. Deswegen. Wenn ich was verlieren werde, dann komme ich einfach rein, dann verlierst du es. Das ist die Idee. Ich komme schon wieder hin. Komm, einfach mal hier und hier spinnen. Gute Spinnen? Fliegende Spinnen! Da wir gerade bei Fliegen waren. Wie war's mit der Husk? Wie war's der Husk? Ja. Ja. Wie ist denn der andere? Der hier noch. Der Monster. Der noch Monstrous Lunge und alles hat, genau. Wir müssen ihn mal hier kurz rauslassen. Also irgendwie. Der schwarze Husk? Ah! Trifft er genau in meine Fresse. Ah. Das war natürlich dumm. Lazenta.
Das ist eben die Frage, nehmen wir das jetzt mit oder rerollt man das? Damage. Damage? Müssen wir halt extrem aufpassen, du hast nur 1,5 Herzen. Mit mir 2. Ist nicht wirklich viel. Ach was, passiert schon nix. Ja, das glaube ich dir. Wir sind tot. Ah, zum Glück nicht. Ein Raum voller Stein-Champions. Hast du gedacht, ich werde getroffen? Ich nehme dein ganzes weg. Wie nimmst du dein ganzes weg? Genau, das meinte ich ja schon das letzte Mal. Dass ich mir dann irgendwie 2 halbe genommen habe. Oh, ja klar. Nein. Also diesen Raum. Das war bitter. Mhm. Ich habe dein blaues Herz beschützt. Hat dir zwar nichts gebracht, aber du wurdest sowieso 2-mal getroffen. Von daher... Ja, alles gut. Rum wie numm gewesen. Fliege? Kein Bock? Nö. Dein bester Freund. Will ich nicht verlassen. Sag mal so, da wir jetzt entweder Glück haben, doch noch den Devil Deal kriegen und diesen ausschlagen können oder einfach nichts kriegen, ist es ja egal. Deswegen kann ich ja den Boss erstmal machen. Rotherzschaden ist schon ziemlich unwahrscheinlich, aber ich glaube, eine kleine Chance besteht noch. Oh. Das reroll ich. Stimmt, du kennst das ja. Als Eden hätte ich jetzt überlegt, zweite Ebene, noch nicht viel passiert, könnte man theoretisch probieren. Oder könnte man das halbe nehmen? Könnte man noch, ich habe schon wieder ein Damage abbekommen, weißt du? Ja, gut. Da könnte ja noch mehr Damage draufkommen. Oder halt abgezogen werden. Ja. Aber warum auch vom Schlechten ausgehen? Ich bin immer mal Pessimist gewesen. Der wollte doch eindeutig mit dir kuscheln. Also. Ja, aber sowas von. Du machst das? Ich mach das. Easy. Sehr gut. Pille? Monstros Lunge. Ja, irgendwie schon. Monstros Lunge ist immer was Gutes eigentlich. Also, selbst mit Ipecac, haben wir gesehen. Ja. Macht das sehr viel Spaß. Blaues Herz können wir. Ja, dann nehmen wir das blaue Herz mit. Aber. Aber? Was weiß ich, wie hier noch kommen wird? Ein Raum, hä? Ja. Okay. Dann war das aber auch als zweite Ebene eine extrem kleine Ebene mit. Der rechte Raum war kein Raum. Der hier hatte Monster, der hier hatte auch Monster, also 2. Der hatte keine. Der hatte keine, klar. Das war der Startraum. Der hatte keine. Aber wir haben trotzdem zumindest den Würfel aufgeladen bekommen, auch wenn das wirklich der letzte Raum war. Naja, Geld. Immerhin. Und dann nur einzelne. Nicht immer ein Dime oder sonst was dazwischen. Ja. Hast dann noch die Pille, wenn du die irgendwo dann Explosive spürst? Ja. Dann steckst du die Pille hinten rein, wenn du die Explosive Diarrhea spürst. 4 Leider. Münzen. Oh. Ja, mit dem Fliegen ist cool. Dass dann so viele auf einmal kommen. Ja. Na gut, wenn wir schon extra eine Bombe kriegen, dann. Super geil, aber. Naja, gut. Ich glaub's zwar nicht, aber. Manchmal hat man einfach Ding, Glück, ding, weißt du? Ding, ding. Ich wollte es für dich simulieren. Ja, aber... War nicht so authentisch? Nee, nee. Ich lade sie langsam. Kauf dir Matthias ab. So als Pille oder was? Unter anderem. Ich wollte gerade irgendwie wie die Schokomilch so ganz schnell drücken, dass viele kleine Schüsse kommen. Sag doch! Nicht, ja, sag du... nicht, sag nicht ah. Naja. Du hättest so oder so geschossen. Also. Als wenn ich jetzt schnell gesagt hatte: Petrified Poop! Das hat mich natürlich der Schuss getroffen, der von dir drüben kam. Ja, ja. Ja. Okay, wenn du hier runterkommst, um zu sterben. Ja, getroffen. Nicht schlecht. Ah ne, wir sind wieder voll.
So, naja. Schauen wir, ob wir vor dem Boss oder Goldraum. Du hast die gleiche Idee gehabt wie ich. Deswegen spielen wir Koop. Wir denken mit einem Kopf. Deswegen sind wir auch so schlecht. Und dein halbes Gehirn, ja. Siamese Bros. Es geht aber recht gut jetzt mit Monstrous Lunge. Lazarus Rex. Das Problem ist. Nice. Nochmal nice. Das Problem ist. Naja, dass der Boss jetzt gleich irgendwo hier kommen wird und ich keine volle Aufladung kriege. Dann guckt er doch. Deswegen. Aber. Naja, das. Ich kommt der auch noch. Es wird schon noch einiges kommen, glaube ich. Meinst du? Also ich glaube nicht. Ich denke, kommt jetzt ein Raum mit Shop und Boss dran. Oder auch nicht. Das wären schon mal drei gewesen dann mit dem Kampfraum. Aber gut, eine volle wird trotzdem. Jetzt wird der Boss gleich kommen. Aber hier ist vielleicht eine Batterie. Da ist auch eine Batterie, doch klar. Bist du blind? Ja. Nur Pillen oder. Achso, ne, beides geht nicht. Ich glaube, wir haben erstmal kurz den Black Candle mit. Death. Okay. Gucken wir mal. Ah, wo ist er? Na gut, das interessiert uns nicht. Denn wir sind kein Zauberer. Das heißt, Goldraum lässt er weg, oder was? Nö. Ich komme auf den gleichen Weg zurück. Das funktioniert ja. Das Einzige, was immer nervig ist, ist, wenn du zur Seite musst. Na, zur Seite geht hin, aber zurück nicht. Den Dingern entgegen, sozusagen. Ja, na genau, und das muss ich ja nicht. Und das macht die ganze Sache schon wieder machbar, sozusagen. So, wir haben einen Devil Deal. Wir haben einen X-Stein und du hast einen Cube. Guppy und Brimstone Baby. Sind das im Endeffekt Dinge, wo ich sagen muss, ja, kann ich ausschlagen. Na dann mach das doch. Dann nehme ich die Cube mit und rerolle Lazarus. Das ist so dumm. Zwei antreffen lassen. Double kill. Siehst du, ich habe gesagt, ich kann das. Ja. Rückzug ist kein Problem. Nee. Ist nur ein Problem, wenn du zur Seite musst. Hey, Teleport. Okay, warte, nimm's immer. Dann machst du hier den Kampfraum. Du bist so intelligent. Ich weiß, das dauert immer übelst Sekunden, weil ich dir immer irgendwelchen Scheiß vorschlage, was irgendwie cool ist, aber ja, dadurch werden die Runs immer so lang. Ja, sorry. Das war jetzt doof gelaufen. Aber? Kann ich jetzt auch mal einen Schluck von meinem Cappuccino nehmen? Ja, renn noch weiter. Ist echt geil, dass die Spinne bei einem bleiben, so ein bisschen. Na, die verfolgen einen. Ein Stück weit zumindest. Ja, doch schon. Also wenn man stehen bleibt, dann bleiben die ja in der Ecke. Naja, die... Na doch. Ja, aber guck mal, die eine ist doch jetzt zum Beispiel auch schon... Na, weil du los gerade... Also, die wandern ja mit uns beiden. Wenn wir jetzt eine übelste Spinnenmacht hätten, könnte jeder auf so einer Welle reiten. Gut, besser als nichts. Naja, für den nächsten Job ist das so okay. Ja, für 5 Münzen, 20 Münzen gut gemacht. Ist halt die Frage, gab's jetzt hier noch irgendwas? Pillen, Leute. Nur Pillen. Aber wenn du mal irgendwie so stachelraummäßig irgendwie dich voraus teleportieren willst, dann ist nur Pillen doof. Und du weißt nicht, was für. Das war ein ganzes Herz. Ja, du weißt nicht, was für Pillen sind, wenn du kein PhD hast oder kein. Wenn das jetzt noch mit drinnen gewesen wäre, dann hätte ich es genommen, aber so nicht. Kein, wie heißt das Sternzeichen? Nicht Aquarius, Virgo? Ja doch, Virgo. Rayfly. Dunkelblau. Blau. Also, grün. Blau-grün, ja. Lange durchgehalten, der Typ. Von links und rechts. Hat er kassiert. Große Tränen abbekommen. Das überlebt man halt nicht. Ah, stimmt, so ein bisschen Tears up wäre schon was Cooles. Das dauert halt schon noch ein Stück. Ehe das aufgeladen ist. Nimmst du? Ja. Ja, auf jeden Fall.
Weil so gut bin ich leider derzeit noch nicht aufgestellt. Achtung. Langsam fliegende Träne. Sehr gut. Bombos aufgeladen. Krieg mal nicht tot. Du schaffst das schon. Schöner Kampf. Bereit? Ja. The Dark One. Der dunkle Lord. Ist nicht aufgeladen, ne? Du kriegst nicht aufgeladen? Ja, es war gerade übelst komisch. In der Rush durch mich. Ich habe irgendwie immer eine Sekunde oder eine halbe Sekunde zu früh. Ah, oh, das war. Das sind getötet. Ja, das dachte ich mir. Fuck. Yay. Full AP, jetzt kannst du Blut spenden. Ja, dachte mir gerade auch so. Ah, trotzdem, schon wieder Deal versaut. Das ist. Ah. Oh, wegen einem Treffer. Naja, bei mir war es ein blaues. Ich weiß nicht, ob ein schwarzes Herz das schon dann macht, dass du den Deal nicht kriegst. Na, warum soll jetzt ein schwarzes Herz das machen? Also. Weiß ich nicht. Ja, ich kann mich jetzt da treffen lassen. Alles klar. Ich hab dein schwarzes Money. Herz gesaved. Alles gut. Oh. Nicht ganz gesaved vielleicht. Na ja, alles gut. Ja, der Espresso sagt schon, der Cappuccino muss erstmal wirken. Oh, fuck. Ganz ruhig. Du machst das. Uiuiui. Du machst das wirklich spannend. Guter Cube. Guter Cube. Mehr HP ab, aber das gibt Herzdrops oder so ein Scheiß, ne? Ja, dass wenn du getroffen wirst, kann es passieren, dass Herzen rausfallen. The Blank Card und Pandora Box. Dritte Ebene ist ein Boss-Item. Nee, Katakombs 2 sind wir sogar mittlerweile. Ein Boss-Item und 2 Seelenherzen. Oh, Katakomben? Ja. Nee. Ist doch erst die zweite Ebene, oder? Nee, wobei? Cube. Spritze. Stimmt. Und hier Money. Achtung. Oh, klar. Spring doch in mich rein. Ich kann Money dafür. Was würde Money Mark tun, Alter? Du hast mein schwarzes Herz gesaved? Ja, komplett. Ja, du hast mich gerade verwirrt. Das war ja das Problem. Mit den Ebenen. Das war so, als ich rüberguckt hatte, wo ich in den Raum reingekommen bin. Wow. Wow. Ah, sorry. Was willst du jetzt? Da. Cool. Ich hätte irgendwie mal Brady Fly oder Herzdrop mir gewünscht, aber. Alter, wie oft wollt ihr mir die denn noch entgegenschmeißen? Echt, ey. Aber echt, hä? Sehr beständig. Sehr beständig. Gut. Gut. Mal hochschieben. Hm. Wegen Geheimraum. Ach so. Naja, so viele Bomben drin. Nee. So, kann ich mir jetzt ein halbes nehmen? Ja, ja, kannst du machen. Hat nie Leben verloren. Nie. Hat er nicht gesehen. Das ist fast besser, oder? Ja. Da du irgendwie wirklich glücklich bist und viele Münzen findest, die das doppelt finden, das ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall kann ich mal ein bisschen was spenden wahrscheinlich. So, was rerollt man jetzt? Na, schon das Full HP, oder? Das ist schon besser, wenn wir noch Herzen bekommen. Also nehmen wir das hier mit. Ja. Meiner okay. Meinung nach. So, du sagst jetzt, Boxer Pandora gibt mir hier einen Boss und 2 Seelenherzen. Und da nimmst du es jetzt mit zum Boss, um eventuell beide zu rerollen, oder hast du jetzt keinen Bock hin und her zu rennen? Ich hätte das jetzt hier hingesetzt und die Blank Card noch rerollt. Oder so. Ja, geht auch. Tears Up. Wobei Tears Up gut ist. Ja. Boomerang. Mhm. Wieder bei 200.
Gut, dann... Schlüssel noch? Ah ja, vielleicht doch ein... Und ein Herz. Naja, sind wir wieder voll. Ja, die Bombe noch? Kein Geld mehr. Kein Geld, ah, schade. Da wäre ein Herz gewesen. Es könnte nur Geld spenden gehen. Geld spenden? Herz. Leben. Ach so. Herz leben. Sorry. Doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Nee, die letzten beiden nicht. Schade, ich hatte gerade echt irgendwie mal darauf vertraut, dass ich jetzt wirklich, wenn ich Schaden bekomme, ein Herzdrop oder dass auch mein Herzdrop rauskommt. Oder ich verwechsel das vielleicht doch mit dem anderen Item, ich weiß es nicht. Ach nein, es heilt doppelt. Es gibt nur noch Doppelherzen. Naja. Was. Nee, es heilt doppelt. Es heilt doppelt? Ja, es lag ein normales da, oder was? Es lag ein normales da und ich krieg davon jetzt doppelt. Dann war das Item, wo Herzen rausfallen, dann doch ein anderes. Na, Jimpy sind blaue Herzen. Jo! Nice. Und die droppen dann die Gegner halt, die halben roten. Ich bin... War, ah ne, war es nicht hier Bandage? Ne, das Pflaster. Ach, ja. Das Pflaster macht das, glaube. Kann auch sein. Sieht jetzt schon ziemlich übel aus zugerichtet. War deine Geburtstagsfeier nicht so cool? Ne. Aber wir müssen noch die Krone behalten. Ja, ich hätte den Schlüssel gar nicht kaufen müssen. Ja, sicher, sicher. Wenn du dann wieder hochgehst und alles überholen willst, schieb mal zu dir. Ey! Dein Freund hier! Klar, mach mal. Wolltest du gerade meine Bombe wegschieben? Ja. Ganz genau gesehen. Hier. Mhm, doppelte Heilung. Sehr gut, ich danke dir. Das Aufladen hat sich noch nicht wirklich merkbar verbessert. Verschnellert. Oh. Ah, die Drehen fliegen weiter, finde ich. Also. Nee, es ist. Nee, schneller. Ja. Shot Speed ist auch mit dazugekommen. Und Tiers Abhalt. Ist der eine jetzt noch da oder ist er gestorben? Der erste ist gestorben. Okay. Ich muss mal noch ein bisschen was anderes trinken hier. Ich komme gerade irgendwie noch nicht so ganz klar. So. Zum Glück muss ich nicht spielen. Doppelte Aufladung. Das wäre für dein eventuelles Reroll gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir das mit. Und den Brady Fly. Für 5 Münzen. Können wir die noch kaufen gehen dann? Bleib bei dir. Schön, dass man mit Feuer noch mit ausmacht, was an der Seite ist. Ja, langsam. Kriegst Feuer aus. So. Sprengt man hier eigentlich schon? Ja. Sehr gut. Bin ich da. Dafür bin ich da. Geht das? Ja, das ging irgendwie. Also sogar mit 6er Kombi. Na, 4. Alter. Geh auch sofort hier rein. What? Was denn? War ganz schön knapp bei mir gerade. Okay. Wir haben einen ziemlich guten Knockback, oder? So wie du den vor uns zu mir schieben wolltest, wollte ich jetzt zu dir schieben. Heiliges Herz. Achtung. Ich hing in der Tür drinne. Und kam deswegen nicht runter. Bitte. Nochmal Death. Na gut. Mal einsetzen irgendwie. Ja. Bett wir. Die werden auch nicht tot sein. Ich hab mich jetzt getroffen. Das Herz, das Herz hat geschossen. Ah, stimmt. Die überleben ja eine Attacke. Achtung. Ja. Uiuiui. Kurz rasiert. Ein Kampf, Engel, zweiter Kampf. Haut hin. Wird ihn hauen. Oh, warum? Alter, habe ich den gerade besiegt, bevor er
Ja, ich glaube, ich habe ja sogar noch mit drauf geschossen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja auch gleich wieder reingekommen, weil er gleich geschossen hatte. Das ist aber geil. Kannst du zweimal rollen. Nett. Wobei ich glaube, Grambus Head kann man gar nicht woanders bekommen. Brimstone. Tauschen wir es gegen Brimstone? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon, weil durch Monstrous Lunge haben wir doch gerade eigentlich extrem Schaden dazu bekommen, oder? Ne, Monstrous Lunge bringt ja keinen Schaden. Nein? Ne. Das heißt, nur die Tränen, die da kommen. Okay. Das heißt, wir bleiben bei Monstrous Lunge. Finde ich cooler. Brimstone hat man jetzt so oft in letzter Zeit. Na gut. Stammzellen. Dann lassen wir die erstmal noch hier. 5 Münzen für die Bradyfly haben wir jetzt auch, beziehungsweise vielleicht eine Batterie, müsst schon mal reingucken. Und ja. Goldraum. Müssen wir noch machen, klar. Ja. Deswegen renne ich jetzt gerade zurück. Das reicht. Ja. Los, Baby. Ja, kann man notfalls noch rerollen. Nett. Eindeutig meine Welt. Überall hast du Stacheln. Ich warte gerade wirklich darauf, dass ich nochmal irgendwo reinrenne. Stachelraum? Da renne ich rein. Gute Bradyfly. Pam! Der Geheimraum könnte sogar am Stachelraum sein, wenn man es versuchen will. Das ist jetzt die Spinne da und... Nee, war nicht doppelt. Aber komisch war's. Waren wir nicht bei 5? Oder haben wir davor 2 noch bekommen? Boah. Alter! So viele Items, die man alle nicht haben will. Ja. So, ich jetzt gegen diese Kiste da renne, mach ich erstmal den Würfel voll. Weil im besten Fall werden wir nochmal zum Devil Deal teleportiert. Ja, Fliege. Also, das ist zumindest mein Gedanke dahinter. Ja, ja. Kampfraum war es noch nicht. Nee, dann ist eine Kiste drin. Ja. Hä? Irgendwo was gegen das Feuer geflogen. Ja, da gut. Oben. Aua. Hä? Hab eine Aufladung, ist okay. Also, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist richtig, also. Kostenlose Räume, immer gern gesehen. So. Das ist halt erstmal den Kampfraum. Ja. Machen sie den. Was war denn das für eine Kiste? Eine normale? Ja. Reicht schon. Reicht das? Ja. Ne. Gut, das heißt, wir haben die Klospülung, Ghost Baby. Ghost Baby kann man ja mitnehmen. Ja. Eine Bradyfly. Eine Bradyfly? Achso. Ich dachte schon, was will er von dir? Huch, das wollte ich nicht. Aber was wolltest du? Hä? Achso, du wolltest erst aufsammeln. Ja. Och nein. Oh, ja. Wobei. Jetzt hast du die Aufladung nicht bekommen. Fuck! Und lag dort noch was? Nee. Doch, du könntest die Münze reinlegen. Die Münze reinlegen? Dein Trinket. Leg mal dein Trinket dort rein, heb's auf. Das geht, funktioniert? Nein, es geht nicht. Nee, es geht doch nicht. Oder? Nee. Ja. Du musst eine Kiste aufmachen. Fuck! Das ärgert mich jetzt gerade maßlos. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. War ein bisschen doof, ja. Aber kann man nichts machen. Aber du warst noch nicht mal im Shop. Also du, es könnte. Ja, ich war im Shop. Ja, aber du hast nicht noch mal geguckt, ob vielleicht eine Batterie drin liegt. Für den Notfall jetzt. Ach so, ja. Jetzt. Das könnte ich jetzt. Das ist zwar jetzt doof, und da liegt sogar eine.
Aber was rerollt man dann? Na, die Klospülung, wenn du das Ghost Baby mitnehmen willst. Oder hast du noch was zur Auswahl? Na, Stammzellen haben wir noch. Achso. Ja, die Klospülung ist aber jetzt das Sinnloseste. Ja. Na gut, da hätte man zwei rerollen können. Schade. Richtig. Richtig doof. Mussten aber auch ausgerechnet die Hände sein. Jiminy. Ja, ich weiß, verwirrt wieder, aber... Nee, verwirrt er nicht. Der macht Schaden. Der tötet wenigstens dann immer mal, wenn doch noch solche kleinen Viecher zu dir kommen, während du auflädst. Was halt angenehm ist. Ja, den finde ich ja nicht schlecht. Dadurch, dass der auch eine größere Range bekommen hat und so, ist der gar nicht so schlecht inzwischen. Das heilige Herz? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Na. Das ist halt auch die Frage, ob man die Stammzellen überhaupt mitnimmt. Ja, du wirst jetzt... Oh, fuck! Kannst du mal kurz gucken, ob du dir nur ein Herz nehmen kannst? Oder ob du dir zwei nimmst? Dann nehme ich mir nur eins, wenn ich jetzt zurückgehe. Naja, dann mach das mal bitte. Du wirst halt jetzt wahrscheinlich auch gar kein Angel dir bekommen. Wieso nicht? Weil das Campus war. Stimmt, das gilt ja nicht als ausgeschlagener Deal. Jiminy. Erinnere ich wieder mal nicht meinen Run hier. Ja, so schlecht ist es nicht, finde ich. Bis jetzt. Es könnte schlimmer sein. Ja, es könnte schlimmer sein, aber. Oh, es gehen gerade schon wieder so viele Dinge schief, die nicht schief gehen müssten oder sollten. Ne? Ne? Ne. Sollte halt nicht. Ja, bleibt da. Schade, den hat's geschoben. Den hat's auch gerade ganz schön geschoben. Ein Knockback kriegt man durch Monster Dschungel, glaube ich, auch mit rein. Also ja. Viele Tränen fliegen. Also jetzt nicht extra Knockback, aber viele kleine Tränen. Geld bekomme ich sehr viel in diesen Runnen, also. Ja, dadurch ist das Trinket ganz gut. Achtung, Spur bei dir. Kannst nicht fliegen. Mhm. Doppelte Welle einfach angeflogen kommt. Gold Touch. Eigentlich nicht, ja. Oder Midas Touch. Der eine ist ziemlich flink. Isaac's Head oder wie heißt denn das? Ja. Also mal kurz Skelex Center. Ja. Red Candle, Batterie und doppelte Bomben. Danke. Hier. Mitten im Satz hatte ich schon wieder andere Gedanken gehabt. Weil ich schon wieder am überlegen war, was ist das Schlauste zu rerollen, in welcher Reihenfolge. Okay. Genatzt. Das ist eine Bibliothek. Entscheidung. Zack. Teleportier dich doch. Gute Ausweich-Skills. Rote Kiste. Ab zum Teufel. Fuck. Das war schon Mama. Nein. Läuft bei dir zurzeit. Oh. Dann habe ich es gerade echt nicht gedacht, dass das schon eine Mutter ist. Yay, toll. Kein Deal, nicht kein Deal. Mach kurzen Run draus. Also sorry. Jetzt die Polaroid in so rollen können. Das stimmt, rein theoretisch. Wäre es möglich gewesen. Oh, sehr gut.
musst sagen, wenn du dein schwarzes Herz haben willst, ne? Das war jetzt nicht so geplant, dass wir neben der explodieren lassen. Wir wollten eigentlich noch wegschieben. Und down. Down noch. Hey, eindeutig mein Run hier. Dadurch hast du kein rotes Herz verloren. Das sieht zumindest nicht so aus. Ja. Wurdest du nie getroffen. Wobei ich schon fast wie so ein richtiger Gabi aussehe, oder? Den ganzen Fliegen. Ja, gut, aber bei so einem monstrous Lungenschuss, da wird's. Oh, da wird's bestimmt mehr kriegen. Oh, nett. Du Lovers. Nicht so nett. Da wird's bestimmt. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber 15 Tränen? 10 Tränen? 20 Tränen? Irgendwie sowas. Wir kriegen ja auch schon mit dem Fake-Up hier sozusagen ordentlich Fliegen. X-Stein. Da. Jo. Ah, schön. Wenigstens etwas. Bin gespannt, aber jetzt wirst du wahrscheinlich auch keinen Deal kriegen. Mit dem Rotherzschaden. Oh, ich komme nicht mehr raus. Sehr gut. Irgendeiner, spätestens ich hätte noch Schaden in diesen Raum bekommen. Also daher, alles gut. Ich hatte schon Start gedrückt in dem Moment, zieht's mich noch rein. Das war ärgerlich. Daher, wie gesagt, alles gut. Was machst du? Mach mal irgendwas, jetzt ein Steam. Der gute Beschützer. Dich dürften die Tränen nur selten treffen, ne? Musst eher auf die. Ich bin gerade über die Stacheln gelaufen, weil irgendwie auch gar keinen Schaden bekommen. Es war knapp, es war eng. Begleiter, der auch noch dauerhaft schießt. Speed. Speed und Range. Tears up. Tears und Shot Speed. Das kennen wir schon mit der Screw. Screw you. Ja, ich hab sogar das Baby noch behalten. Magst du bei dem mal spielen? Hey, du. Hey, gib was. Gib mir Kompass. Kompass. Kompass wäre jetzt cool, ja. Keine Bombe. Kompass. Komm schon. Du kannst das. Auch das ist auch gut. Aber Kompass. Hey, Kompass. Pillen. Das ist kein Kompass. Hey, komm zurück. Das ist beschissen. Hin? Ja. Schlüsselbombe. Eine Schlüsselbombe. War schwer zu basteln, so eine Schlüsselbombe. Husch. Oh ja. Übelste Geschosse. Wie es den verschoben hat. Wiggle that ass. Aber der Shotspeed ist jetzt echt gut. Ja. Oh, wirklich, wie es ihn gerade verschoben hat dadurch. Ich weiß nicht, ob irgendwo Stacheln waren, aber ich glaube nicht. Bis jetzt. Alles gut. Ja, ja. Ich wusste nicht, ob ich da genau rauskomme, von daher reinkommen ist immer eine Variante. Funktioniert. Boah. Du hast Beschützer, bei dir geht's. Angst, wenn so durch mit Wusch von der anderen Seite so rote Tränen geflogen kommen. So eine übelste Welle. Boah. Ab in die Ecke mit dir, schäm dich. Ich sehe keinen. Stachelraum. Nee. Geheimraum dran. Höchstens. Nee. Damit hätte ich das geklärt. Damage und AP ab. Nur minimal Damage ab war das doch, oder? 0,3, ja. Das
ist immer ein HP ab. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Shot-Speed ist geil. Ja. Einfach mal voll. Ich denke mal, Jiminy ist übelst stark. Da wäre das nicht, dass die fliegen. Ding. Das ist so ein bisschen wie Piercing-Shots, oder? Nur, dass wir keine Piercing-Shots haben. Oh, sieht so aus, weil... Da ist ein X-Stein. Ah, zum Glück ist der wieder runtergegangen. Da. Jo. Na, hier ist noch schön das Stone drunter und noch mehr Damage. Ja, cool. Half down, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Nicht getroffen! Wie der Stiel. Aber er hat mich getroffen. Der Arsch. Pretty Fly. Ach ja, komm. Machst du kurz, ne? Ja, mach ich. Oh! Ich hab's nicht geschafft. Ach naja, das geht jetzt noch, aber trotzdem, keine Ahnung, 40 Minuten oder so schon, 37. Ja, allein schon die ersten Ebenen, da waren so viel Zeit, die da drauf ging. Ja, gut, das war nicht schlecht, also. Sah irgendwie unkoordiniert aus, aber trotzdem geschafft. Zurück in deine Ecke. Zurück in deine Ecke, hab ich gesagt. Dann stirb halt. Alter! Was war denn das? Er kann auch schieben. Ich hab, naja, wie er an mir dran kleben geblieben ist, weißt du? Ich hab das nicht schießen können, Baby. Von daher darfst du den Run jetzt alleine beenden. Hast du, ja? Ja. Das Aufsammler-Baby. Sehr fies. Können wir gleich mal probieren, wenn du irgendwie was hast zum Einsammeln, einen Schlüssel oder eine Bombe. Der Run wusste schon. Ich verbrauche eindeutig zu viele blaue Herzen. Nix. Ja, Glück geben die eine Karte. Die geben definitiv. Oder halt ein Item. Was ich glaube ich auch einsammeln kann, oder? Das kann ich. Früher ging das glaube ich mal. Aber jetzt haben sie glaube ich weggepatcht. Ja, ist ja auch doof, wenn du nicht immer das Item für mich wechseln könntest. Das war wie. Ich kann deine AP gar nicht runter machen. Früher konntest du noch die Bomben wegnehmen. Ah, das war cool, wo du noch Bomben legen konntest. Na hier, da versuch mal. Da, nimm das. Ja. Cool. Voll geil. Kannst aus dem Raum links raus teleportieren. Judas Schatten. Das ist gut. Ich mach erstmal einen Raum. Judas Schatten mitnehmen? Mhm. Solltest du bei Isaac sterben, kommst du nochmal mit doppelten Schaden wieder. Hier hast du einen X-Stein dann. Lebt er noch? Ja, er ist noch da. Fleischlustige Explosion. Ja, gezielt. War gewollt. Stark du bist. Wenn du willst. Manchmal. Tja. Naja. Na, willst du ein Herz nehmen und sterben? Ne, einfach Evasion. Hedging Cube wäre cool. Das stimmt, dann kannst du damit noch. Damit mein Leben verlieren. Ich hasse ihn. Ja, ist doch gut. Kein Bock auf ihn? Nee. Gut, der Cube. Oder alle Beschützer. Schon wieder, ich weiß. Ja, du machst es mit Absicht. Gib's zu. Das Schieben ist echt cool. Ja. Aber der Run ist so. Fletschert so ein bisschen. Falsch gelaufen. Dead End. Was ist der Run? Der zieht sich ein bisschen. So. Ja, naja. So schlauchförmig.
Ah, nochmal kurz dagegen laufen. Kurz guten Tag gesagt. Und da abkauen. Nein. Warum? Warum? Jetzt wurde gezielt. Ich weiß nicht, was das für Bewegungsmuster sind, aber manchmal macht das halt random und zufällig und manchmal macht das gezielt. Ich dachte eigentlich immer erst, dass der das ab einer bestimmten HP gezielt macht. Nee. Das ist nach Laune. Okay. Envy und... Envy. Ach, ist das andere Super Envy oder wie das heißt? Ja. Wie viele Bomben hab ich noch? Okay. Das war glücklich. Das war eine blaue Fliege, glaube ich, ne? Das Ding gleich neben dir gesprengt hat. Das kann sein, ja. Ein Herz. Aber sonst ist da halt nichts. Oh, der Boss. Zur Not hast du die Lovers. Genau. Das. Denk dran, dass du dann doppelte Herzen kriegst. Ja. Du kannst eigentlich stehen bleiben. Ja. Du hast 4 Pretty Flies, weil du die von mir bekommen hast. Stimmt. Weil ich 4 Beschützer. Sehr gut. Und Lichtstrahl muss natürlich wegrennen. Nein, kann nicht stehen bleiben, dachte ich. Oh! So langsam. Die falsche Ecke ausgewählt. Wieso viel Platz in der Ecke? Aber wie weit es den auch wegschiebt? Weiche von mir! Immer so durch einen halben Raum, weißt du? Ja. Und zack! Ach Leute, wisst ihr, ich wollte mir so viel Mühe geben, aber dafür. Nächste Folge. Flo spielt mit Eden und ding! Got it! Naja, das kann man nicht jede Folge ankündigen. Weiß nicht. Es wird vielleicht irgendwann wird's ein Running Gang. Vielleicht, ja, aber vielleicht auch wird es irgendwann langweilig. Ja, das stimmt, ja. Man weiß es nicht, aber. Jedenfalls, Leute, sorry für diesen zwar erfolgreichen, aber trotzdem für meine Verhältnisse verkackten Run. Ah, das kann nicht jeder Tag gut sein, aber. Das stimmt schon. Du kannst auch beim Fußball einen Scheißtag haben und 1-0 gewinnen. Ja, das stimmt, ja. Gewonnen ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Also, deswegen, Leute. Winstreak nach vorne gebracht. Eben, schönen Tag euch und gewinnt. Ja, gewinnt! Gewinnt immer! Zerstört eure Gegner! So viel Wort zum Zerstören! Ich will aber einen Tag gerade nicht ein. Verdammt! Come and get it.